Und zugeschaltet ist uns jetzt Helge Lind, SPD-Bundestagsmitglied und Innenexperte. Guten Morgen, Herr Lind. Guten Morgen. Also jetzt der Gesetzentwurf Ihrer Parteigenossin, Innenministerin Nancy Faeser. Aber ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Kann damit das Problem des Flüchtlingsstroms endlich eingedämmt werden mit den schnelleren Abschiebungen? Das ist ein Baustein und niemand hat ja mehr versprochen. Und ich finde es sehr irritierend, dass diejenigen, die immer forderten, wir müssen schneller rückführen, zum Beispiel DPOLG, auch die Union, jetzt das kritisieren. Denn immer wurde klargemacht, zusammen mit Migrationsabkommen, mit anderen Verbesserungen, ist das ein Element, um Ordnung reinzubringen und tatsächlich um Menschen, die kein Aufenthaltsrecht haben, die kein Bleiberecht haben, insbesondere aber Gefährder, Straftäter, Schleuser, schneller, konsequenter und tatsächlich abschieben zu können. Wir setzen sogar das um, sogar noch darüber hinausgehend, was die Union in der letzten Legislatur in der Großen Koalition versucht, ins geordnete Rückkehrgesetz zu bringen. Also kann ich die Kritik daran absolut nicht nachvollziehen. Sie sprechen die Migrationsabkommen schon an, aber genau da liegt doch das Problem. Wie soll man denn schneller abschieben, auch wenn man jetzt ein schärferes Gesetz hat, wenn es keine Rückführungsabkommen mit anderen Ländern gibt oder vielen Ländern, also wenn die Migranten gar nicht annehmen? Deshalb gibt es ja den Herrn Stamm und unterstützt auch von Kanzler, wird daran gearbeitet. Ich war gestern noch mit Stamm beim BAMF in Nürnberg, beim großen Migrationskongress zu 70 Jahren Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und er arbeitet detailliert daran, aber eben nicht sozusagen am Pseudo-Abkommen, die nicht wirken, sondern an solchen, die verlässlich sind. Und das ist eben der Unterschied. Es geht ja jetzt nicht um Showpolitik, sondern es müssen solche Abkommen sein, die tatsächlich bedeuten, dass die Leute zurückgenommen werden. Und dann greift es ineinander. Ein Ausreisegewahrsam als solches, eine Verlängerung dessen. Auch der Umstand, dass Leute, die Einreise- und Aufenthaltsverbote haben, jetzt in Haft genommen werden können, wirkt natürlich nur, wenn die Länder sie zurücknehmen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die Maßnahmen nicht braucht, sondern das eine bedarf des anderen und an beiden muss gearbeitet werden. Und vergangene Innenminister haben dies erfolgreich nicht getan, wenn ich daran erinnern darf. Eine Kritik ist aber, dass weiterhin die Landespolizeien für diese Abschiebungen verantwortlich sind und nicht die Bundespolizei, dass man das hätte bündeln müssen und die Bundespolizei damit auch mehr Möglichkeiten gehabt hätte und das Ganze dann auch zentralisiert wäre. Wie stehen Sie dazu? Das ist ja nicht einheitlich im Kreise der Polizeigewerkschaften. Also aus den Kreisen der GdP, also der anderen, noch größeren Polizeigewerkschaft, der Gewerkschaft der Polizei, wird immer darauf hingewiesen, dass dann es personell überhaupt nicht gehen würde, weil viel mehr Personal gebraucht würde. Wir bräuchten also eine viel umfassendere Bundespolizei entsprechend und es müssten verschiedene Dinge geklärt werden. Das heißt, in welchen Fällen ist die Bundespolizei zuständig? Immer oder umfassend? Es lohnt sich da zu lesen, was, als es schon mal einen Entwurf gab zur Veränderung des Bundespolizeigesetzes, Boris Pistorius, damals noch Innenminister aus Niedersachsen, geschrieben hat. Er hat auf wunde Punkte damals auch auf Seiten der Bundesregierung hingewiesen. Also diese einfache Lösung ist eben nicht automatisch funktionieren. Und es wäre aus meiner Sicht zum Beispiel einfacher, wenn in den Ländern umfassend zentrale Ausländerbehörden und Landespolizeien zuständig wären. Heute ist es ja so oft, dass Ausländerbehörden zuständig sind. Und das ist tatsächlich oft problematisch, dysfunktional und sorgt dafür, dass auch Ausländerbehörden überlastet sind. Da liegt das Problem und nicht die Lösung darin, dass die Bundespolizei, die ohnehin jetzt mehr Grenzkontrollen machen soll, auch noch zusätzlich die gesamten Abschiebungen zu übernehmen habe. Auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen mehr abgeschoben wird, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass täglich hunderte neue Migranten nach Deutschland kommen. Und wir sehen uns schon jetzt, wenn wir uns schon jetzt die Unterkünfte ansehen, die aktuelle Lage in Länder und Kommunen, die Integration kann einfach nicht gelingen, wenn es so eine große Masse an Menschen ist. Und wenn wir uns die Bilder zum Beispiel aus Neukölln oder von pro-palästinensischen Demonstrationen ansehen, dann zeigt das ja auch, dass die Integration nicht gelungen ist. Da müssen wir uns einfach mal ehrlich machen. Also wie soll das gehen? Brauchen wir jetzt erstmal einen Stopp? Müssen wir erstmal die, die da sind, versuchen zu integrieren? Ja, so einfach ist es ja nicht. Auch Personen, die zum Beispiel auf Demonstrationen sich antisemitisch geäußert haben, womöglich sogar die Hamas-Taten verherrlicht und so weiter und so fort, sind ja oft hier geboren, auch hier aufgewachsen. Also das sind ja nicht Personen, bei denen es darum geht, dass sie frisch angekommen sind. Also das ist nochmal eine ganz eigene Fragestellung, die davon handelt, was bedeutet unsere Identität, was erwarten wir, wie gehen wir mit Antisemitismus um? Das würde ich nicht gleichsetzen mit der aktuellen Rückführungs-Verbesserungsinitiative.
Im Übrigen ist es aber so, dass Personen, die ja keinen gesicherten Aufenthalt haben, wenn sie sich volksverhetzend äußern, dann auch mit Hilfe des neuen Gesetzes schneller abgeschoben werden können. Generell aber brauchen wir eine Fülle von Maßnahmen und das ist und bleibt so. Und deshalb ist und bleibt es sinnvoll, reguläre Migration, also legale Aufnahme durch Arbeit zu trennen von irregulärer Migration. Und dazu trägt dieses Gesetz bei, denn es wird deutlich gemacht, diejenigen, die künftig keine Chance haben hier auf Bleiberecht, sollten gar nicht erst den lebensgefährlichen Weg gehen, sondern versuchen, in überschaubarem Umfang über Arbeitsmigration es zu wachen. Also dieses Gesetz ist nicht einfach nur ein Gesetz auf die Ist-Situation, sondern die Signalfunktion liegt gerade in die Zukunft. Und das bestätigen auch alle, die sich damit auskennen. Sie können mit Knaus und anderen sprechen. In dem Kontext ist die Wirkung, in dem Kontext greift es zusammen mit Migrationsabkommen und den ganzen Fragen des europäischen Asylsystems. Es ist leider mühsam und aufwendig und liegt nicht alles in deutscher Hand. Und deshalb machen wir die notwendigen nationalen Schritte und warten auch darauf, dass die anderen Länder mitziehen. Helge Lindt, SPD-Innenexperte, wir danken Ihnen für das Gespräch an diesem Donnerstagmorgen. Ich danke Ihnen.